Kielbasser, Leute, herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding, mein Push Day im Gold's Gym. Ich nehme euch mit, ab geht's. Fangen wir an mit Schultertraining. Ich werde diese Dropset-Maschine hier benutzen. An denen habe ich eigentlich echt Gefallen gefunden. Das Ding ist, bei fast allen Plate-Loaded-Schultermaschinen sitze ich grundsätzlich eigentlich lieber andersrum dran. Denn ich kann den Winkel von meinem Ellbogen besser anpassen und so sicherer aus quasi der Schultermuskulatur und nicht aus dem Gelenk drücken. Das werde ich auch hier so machen. Deswegen kann ich die Dropset-Funktion nicht so nutzen, wie ich möchte, aber ich kann sie nutzen. Vor allem für die Aufwärmsätze. Ich zeige euch das nochmal kurz hier. Du hast hier quasi das Gewicht und hier einen Hebel. Wenn du den Hebel betätigst, kann das Gewicht rutschen. Hier vorne ist es schwer und hier hinten wäre es dann leicht. Und was ich jetzt einfach mache, ist für den Aufwärmsatz das leichte Gewicht benutzen. Ganz easy. Das heißt, ich werde jetzt erstmal gemütlich Reps machen, die Gelenke ein bisschen warm machen, die Schulter spüren, richtig aufwärmen. Auch hier wichtig natürlich, wenn du so weit unten mit den Kalorien bist und das schon länger, damit die Gelenke nicht allzu sehr leiden, die werden auch trockener. Deswegen machen wir jetzt erstmal einen schönen Aufwärmsatz. Dafür setze ich mich hier einfach so rum rein, wie gesagt, falsch rum, lehne mich ein bisschen nach vorne, hole das Gewicht raus und kann dann hier relativ gut mit den eingedrehten Ellbogen und stabilem Schultergelenk meine Reps machen. Sehr schön, das war der erste. Ich mache jetzt keine allzu lange Pause und setze direkt nochmal einige Reps hinterher. Dann sollte ich warm genug sein. Und dann werden wir schlicht und einfach diese 30% Gewicht, die wir durch den Dropset weggenommen haben, wieder draufholen. Und damit mache ich meinen ersten Arbeitssatz. Ja, und so ein leichtes Brennen kommt gerade schon rum in den letzten Reps. Ihr merkt, ich bin tatsächlich schon ein bisschen durch den Wind. Ich bin im Kopf schon bei der OP morgen, aber genieße jede Wiederholung. Und genau in dem Zeichen soll dieses Training stehen. Ich genieße jede Wiederholung. Ich benutze die Maschinen geschickt, um quasi mit nicht zu viel Gewicht, nicht zu viel Belastung auf den Gelenk nochmal einen richtig schönen Pump zu erreichen. Das soll heute unser Ziel sein. Und dafür kann man hier wunderbar mit diesen Maschinen arbeiten. So, dann würde jetzt der erste Arbeitssatz kommen. Ich arbeite hier wirklich ordentlich mit Volumen. Das heißt, ich nehme mir vor, im ersten Arbeitssatz um die 20 Wiederholungen zu machen. Die sollen auch schön sauber laufen, schön unter Spannung die ganze Zeit. Und werde danach nur um 3 Wiederholungen reduzieren für den nächsten Satz. Werde aber versuchen, das Gewicht kontinuierlich zu steigern. Übrigens nicht so, dass du die nicht andersrum benutzen kannst. Es ist nur für mich am vorteilhaftesten, das merke ich wirklich. Das liegt vielleicht darum auch, dass ich vom Oberkörper einfach ein bisschen zu viel bin und wenn ich mich dann hier drauf setze, dass ich einfach ein bisschen zu viel Überhang habe und nicht anständig drücken kann, ohne die Schultergelenke zum Beispiel einzudrehen. Für mich funktioniert so besser und dafür auch tatsächlich viel, viel besser. Dafür ist die Maschine richtig geil. Boah, die waren jetzt schwer. Die waren wirklich schwer. Dafür war es fast schon zu schwer. Fuck. Aber fühlt sich gut an.
So sollte das eigentlich passen. Werde ich jetzt ausprobieren. Hierfür natürlich dann in meinem Fall mache ich einfach ein bisschen mehr Hohlkreuz, Schulter zurück, Brustkorb hoch. Dann sollte das von der Position relativ gut zum Drücken passen. Ich drücke einfach mal gefühlsmäßig so weit, wie ich sage, ich kann sauber arbeiten mit diesen Reps. Und wenn ich merke, okay, ich werd gut müde, trete ich das Pedal, dann bleiben die oben. Und dann kann ich die Hebel ziehen und dann schauen wir mal, ob ich noch ein paar Reps schaffe. Auf geht's. Muss man auch sagen, also ich persönlich finde es mit den 30% ist perfekt gewählt. Das ist so genau dieses Gewicht, wo du dann die erste Rep machst und denkst, scheiße, ist ja viel zu leicht. Und bei der dritten sagst du, fuck, ich schaff's nicht mehr. Fühlt sich gut an, Schulterdrücken geschafft, ab zum Seitheben. So, zweite Übung für heute, Seitheben. Natürlich bei mir schon in allen möglichen Variationen gesehen. Wir wissen auch mittlerweile, worauf es beim Seitheben ankommt. Ich habe das oft genug erklärt, es ist nur sehr schwierig umzusetzen, weil die meisten Leute zu viel Gewicht nehmen und dann nicht aus der Schulter heben, sondern eben aus den Armen. Das erkennt man in der Regel daran, dass der Arm höher ist als das Ellbogengelenk, denn dann hebst du eigentlich nur aus dem Unterarm. Das gilt es eigentlich immer anzuwenden und in 99% der Fälle geht es schief, weil zu viel Gewicht, weil dein Ego, ganz einfach. Das sollte die Voraussetzung dafür sein, wenn man so eine Maschine benutzen möchte. Denn hier ist es ganz besonders wichtig und dann ist so eine Maschine extrem effektiv. Wir haben hier mit eine der geilsten Seithebemaschinen, die ich je benutzt habe. Mich nervt der Sitz ein bisschen, denn was mich angeht, sollte man die einzig und allein im Stehen machen. Und ich zeige dir jetzt wie. Stellst dich hier ran. Du musst dich von der Größe eben so anpassen, dass du wie beim Seitheben quasi in ganz normaler, leicht gebeugter Armlänge mit dem Gewichten vorne starten kannst. Das werde ich jetzt tun. Dafür muss ich so ein bisschen in den Spagat gehen und zurück, damit ich die Dinger hier nicht an meine Klöten box. Aber wenn ich das habe, dann greife ich hier Schulter zurück, Brust raus, passe mich etwas an und dann Ellbogen heben, so wie ich eben gesagt habe. Und dann ist die Maschine perfekt zum isolierten Seitheben. 15 Reps, 5 Mal, stur durcharbeiten. Danach kann man sich hinsetzen, das ist immer ganz nett. Ganz wichtig natürlich, wenn du dich beim Seitheben vorbeugst, muss das nicht unbedingt was Schlechtes heißen. Klar kann es bedeuten, du hebst mehr aus dem Nacken, aber im Endeffekt ist wichtig, was du in der Aufwärtsbewegung machst. Wenn du die Schultern hinten lässt und sich dein Ellbogen zuerst nach oben bewegt, dann wirst du die Schulter treffen. Der Nacken wird immer ein bisschen mitziehen. Das lässt sich kaum verhindern. Deswegen mach dich deswegen nicht verrückt. So. Und da sind wir. Müssen wir natürlich noch ein bisschen dran arbeiten, aber machen wir. Machen kurze Pausen, arbeiten direkt weiter. Im ersten Satz fühlt sich noch so an, als könnte ich mehr Gewicht machen, aber das täuscht. Wenn die Pausen kurz bleiben und wir sauber arbeiten, ist das ganz schnell gelaufen. Zweiter Satz. Satzpause schnell nutzen, Bulletproof ERAs ranholen. Heute habe ich Apfelringe dabei. Letztes Mal waren es ja Pfirsichringe. Auch ein sehr geiler Geschmack. Ich liebe Apfelringe oder Pfirsichringe am meisten. Direkt am Anfang des Trainings eine ordentliche Portion.
kannst du dir mit Mike 10 natürlich gönnen. Weiter geht's. Fieses Brennen, sehr geil. Das meine ich, die Maschine fühlt sich wirklich rein vom Effekt, übertrifft sie das freie Seitheben noch mal wirklich ein bisschen. Und du hast aber wirklich eine isoliertere Bewegung. Du musst nicht so viel auf das Ausgleichen achten, wegen dem Gewicht, das vorhängt oder so. Du stehst da einfach dran und kannst das machen. Das Ding ist ein Geschenk, wirklich. Sehr, sehr geil. Problem ist auch, dass die Leute die Schulter nicht hinten lassen während dem Heben. Dann wird es nämlich enorm schwer, weil du dann wirklich nur aus der Schulter hebst. Hier hinten lassen, anheben. Und noch eine Ehrenwiederholung rangehangen. Seitheben absolut gemeistert. In diesem Sinne wird es jetzt Zeit, dass wir die obere Brust in den Fokus nehmen beim zweiten Push-Tag. Gehe ich tatsächlich eigentlich nur auf die obere Brust. Das ist ja das, was die Optik der Brust eigentlich ausmacht, dass man hier quasi die hohe Brust sieht. Deswegen ist da zum Beispiel den Fokus auf irgendwelche Flachbankübungen zu legen. Kann man zwar machen, aber wenn du wirklich markant aussehen willst in der Brust, musst du, wenn du einen Wiederholungspump machst, spätestens dann den Fokus auf die obere legen. Und das werden wir jetzt tun. Und dazu gehen wir wieder an eine Dropset-Maschine. Weiter geht's. Hier ist die Dropset-Maschine. Plate-loaded, so mag ich sie am liebsten. Einfach schön nach oben drücken, dabei immer darauf achten, Schulter zurück, Brust raus. Leichtes Hohlkreuz mit den zurückgezogenen Schulterblättern, bleibst du in Kontakt mit der Bank und die Ellbogen gehen kerzengerade runter und so schiebst du nach oben, dass du die Brust triffst. Hier natürlich wieder das nette Gimmick, ich kann zwischendurch aufs Pedal drücken, kann diese Hebel hier ziehen und dann verlieren wir 30% vom Gewicht und ich kann mich auspumpen. Für den Anfang aber Arbeitssätze. 12 Reps, los geht's. Ich glaube, ich muss vom Sitz hier ein bisschen höher. Probier das mal aus, weil sonst, die gehen ja sehr weit nach unten auseinander, was ja nicht schlecht ist. Aber wenn du zu tief sitzt, zieht es dir hier quasi so die Schulter auseinander. Deswegen muss man da in der Höhe auch nochmal unterscheiden, was besser passt. Und mein Tipp, dann auch immer so eng wie möglich greifen, damit du hier im tiefsten Punkt auch hier bist und nicht hier. Scheiße, die merke ich morgen auf dem OP-Tisch. Boah, okay, das war viel besser. Der Sitz hat besser gesessen, ich konnte die Brust wirklich gut treffen. Jetzt brauche ich auf jeden Fall mein Minütchen Pause, weil das fällt mir dann doch sehr schwer, wenn ich die gut isoliert hier kriege. Ist das nicht ohne. Ah. Ich genieße jede Rap in so einem geilen Studio. Ich merke zwar, mich verlässt wirklich die Kraft, aber von Satz zu Satz wird das hier voller. Und der ersehnte Pump kommt. Wir werden uns danach einer Übung zuwenden, die es auch sehr, sehr selten gibt in Studios. Auch von dieser Serie eine sehr geile Plate-Loaded-Maschine. Auch für die obere Brust. Wird interessant.
Für mich auch Neuland, ich habe es erst einmal gemacht. Finde mich da noch ein bisschen ein, aber ich finde, die hat großes Potenzial. Zweite Brustübung. Wir wissen ja alle, dass aus gutem Grund zum Beispiel Flies mit Kurzhanteln meistens sehr auf die Schulter gehen. Das liegt vor allem daran, dass du das hier einfach stretchst, die Schulter nach vorn fällt, wenn du nach vorn kommst, dadurch ein innenrotiertes Schultergelenk hast. Und leider Gottes kannst du die Brust so nicht treffen, sondern machst eher dein Schultergelenk kaputt oder zerstörst Strukturen, die hier durchlaufen. Es würde aber eigentlich funktionieren, wenn man es schaffen würde, die Schulterblätter hinten zu lassen, ein leichtes Hohlkreuz zu machen, den Brustkorb rauszustrecken und die Ellbogen nach innen anzunähern, wenn man schließt. Dann funktioniert sowas. Das funktioniert ja auch bei der Butterfly-Maschine. Und im Endeffekt haben wir hier so eine Butterfly-Maschine, die jetzt aber durch ihren schrägen Winkel eben die Gefahr birgt, dass dir das mit den Kurzhanteln passieren kann. Jedoch aber auch dadurch, wenn du es richtig machst, für die obere Brust sehr, sehr gut sein kann. Der Schlüssel hier, wie beim Seitheben auch, du ahnst es, das Gewicht. Fang niedrig an. Ich musste mich hier auch echt einpendeln und ich arbeite immer noch daran. Der richtige Griff, wichtig bei Butterfly, Hände auf Brusthöhe, nicht auf Schulterhöhe, sonst geht es von Anfang an schief. Wichtig auch hier, beim Zumachen die Ellbogen unten halten, an den Körper ran. Sobald du sie hier eindrehst nach oben, ist es auch vorbei. Und genau darum geht's. Ich setze an, hole erstmal die Griffe zu mir. Zack. Jetzt Schulter zurück. Zusammengezogene Schulterblätter haben Kontakt mit der Bank. Griffe auf Brusthöhe. Schulter zurück, Brust raus. Leichtes Hohlkreuz. Und genau so führen wir zusammen. Volle Brust, siehst du's? Genau das wollen wir haben. So arbeiten wir. Fuck. Und deswegen sage ich das Potenzial. Wirklich. Die ist echt hässlich. Du spürst so isoliert, wie sich die Brust aufpumpt. Und die Arme wollen sich extrem früh einschalten, um mitzuarbeiten. Nimm sie raus. Dann will die Schulter hinterher, will sich eindrehen. Hol sie zurück. Arbeite. Feierabend. Aber was für ein Feeling. Obere Brust ist erledigt. Die Brust ist noch lange nicht entlassen, denn der Übergang zu Trizeps erfolgt an diesem Tag über die Dips. Das bedeutet, wir haben quasi nochmal eine Trizepsübung mit einer Brustübung kombiniert. Und das finde ich so geil daran, wenn du Dips machst und du machst die geil, dann hast du in der Regel nochmal einen richtig schönen Ganzkörperpump. Und dafür gehen wir an diese sehr extravagante Dipmaschine hier. Wir sehen es gleich. Und da sind wir an der Dipmaschine. Hier auf jeden Fall ein paar interessante Sachen. Die kannst du sowohl dual nehmen, als auch quasi hier im Ganzen. Das heißt, du hast hier einen Hebel und es wäre theoretisch möglich, den rauszunehmen, sodass du auch nur einarmig arbeiten kannst, wenn das denn nötig sein sollte. Es ist eher dafür gedacht, dass wenn du es dual einstellst, dass du ein bisschen mehr Koordination und so weiter üben kannst. Ich werde es natürlich jetzt im Ganzen nehmen. Für mich muss ich die Griffe hier nach außen einstellen, sonst komme ich an meinen Beinen nicht vorbei. Hier kann man sich zum einen schön fixieren, zum anderen ist es aber auch möglich, den Winkel zu verstellen. Das heißt, die Bank kann sich noch mal so ein bisschen nach vorn runterstellen, sodass du zum Beispiel auch mehr für die untere Brust drücken kannst. Das ist hier ganz geil gemacht und davon machen wir auch gleich mal Gebrauch. Fixieren und 15 Sekunden. Einer von vier. Vom Gewicht her dann schon nicht ohne bei 15 Reps. Und wenn du schön fixiert bist, nehmen wir aber so mit,
Solange wie es klappt, nehmen wir es mit. Nochmal schön die Brust aufpumpen hier in einem Zug und gleichzeitig schon mal den Trizeps natürlich mitnehmen, den wir dann auf jeden Fall noch isoliert mit einer Streckübung holen. Waren jetzt halt plötzlich nur noch 11. Da muss man sich schon überlegen, ob man nicht was unternimmt, denn es soll eher ein Auspumpen werden, anstatt ein Kräftemessen. Das ist jetzt ein Dämpfer. Bisschen weniger Gewicht. Darauf wird es wohl hinauslaufen. Ab geht's. Musst du diesen Moment der Schande jetzt auch noch festhalten, ja? Jeder soll es sehen. Ist das wichtig, ja? Jeder soll es sehen. Das ist besonders wichtig, ja. Und sonst, wenn ich tolle Sachen mache, dann... So mach ich aus. Ja, machst du aus. Liegt das am Testo, dass du was gegen mich hast? Genau das ist es. Ja. Macht dich sehr unsympathisch. Ja, Mann. Ich kann es nicht mehr leiden. Sag doch, wie es ist. Ich hasse es. Ich wider dich an, oder? Du widerst mich an. Ich wider dich an. Wie ist das? Man merkt, ich bin am Ende. Nur noch 5 runter hier. Okay. Das ist ein Teufelskreis. Du wirst Satz für Satz immer kaputter. Dazu muss man halt sagen, dass Trizeps vor allem bei Dips natürlich nochmal ordentlich Kraft erfordert. Deswegen, also den Zweck hat es erfüllt. Ich spüre wirklich Oberkörperpump des Grauens gerade nochmal. Und jetzt gehen wir nochmal isoliert an eine Streckübung. Die letzte Übung für heute. Als letzte Übung für heute und als isolierte Trizepsübung bin ich momentan bei einer Übung, die ich einfach deswegen mache, weil sie mir so unendlich gefehlt hat. Und genau deswegen ist sie jetzt auch wieder effektiv. Nämlich ganz normales Trizepsstrecken von oben runter mit dem Seil. Eine Übung, die man sehr, sehr schnell aus seinem Training rausnimmt, weil man sie einfach bis zum Abwinken gemacht hat. Und dann möchte man andere Winkel ausprobieren. Man macht es über Kopf, man macht es einarmig. So lange, wie ich diese Übung nicht mehr gemacht habe, habe ich gemerkt, ist die für mich momentan mit wenig Gewicht extrem effektiv. Und genau deswegen nutzen wir die zum Auspumpen für den Trizeps. Wir machen hier 4x12 wunderschöne Reps und gucken, dass wir wirklich, das ist hier sehr wichtig, du lehnst dich ein bisschen nach vorne. Du darfst nach oben gerne überstrecken, nicht bei 90 Grad Halt machen im Ellbogengelenk, überstreck gerne etwas. So holst du mehr aus dem Ansatz raus und hast nicht so viel Scherkräfte auf dem Ellbogengelenk. Und kannst nach unten wirklich lange zusammenlassen, aber ab diesem Punkt den Trizeps wirklich aktivieren, indem du nach unten rausstreckst. Und auch das funktioniert nicht, wenn du zu viel Gewicht nimmst. Die letzten Reps sind schon hart an der Grenze. Was aber wichtig ist, ist, ich spüre den Trizeps so brutal. Also das sitzt.
Boah! Oh, ist schon schwindelig. Da ist nichts mehr übrig, da ist nichts mehr drin. Der Pump geht auch tatsächlich schon langsam wieder ein bisschen raus. Aber wir haben es wirklich geschafft. Geiles Training durchgezogen, jede Rap gemerkt. Jetzt nichts wie ab auf den Stairmaster. Und da sind wir wieder. Die Möglichkeit, einen Stairmaster zu nutzen, wird von mir immer wahrgenommen. Auch wenn ich im Arsch bin, auch wenn ich leer bin, auch wenn ich ultra low carb, low calorie und alles zusammen bin, am Rande des Nervenzusammenbruchs. Stairmaster nach dem Training ist für mich immer nochmal wirklich ein geiles Feeling. Nochmal wirklich ein Auslockern, rausschwitzen. Und meiner Meinung nach, habe ich ja schon mal gesagt, einfach die effektivste Cardio-Übung. Braucht es einfach. Jetzt gerade sind es 30 Minuten. Ja, 20 hätten es wohl auch getan. Aber ich will, wie gesagt, nochmal alles runterziehen. Und damit sind wir auch schon fertig mit dem heutigen Training. War ein ziemlich geiler Push-Tag. Ich habe den Muskel nochmal richtig gut pumpen können, obwohl ich komplett leer war. Das heißt, auch hier wieder mit den richtigen Maschinen, wenn man sein Ego ein bisschen zu Hause lässt, sich auf die Reps konzentriert, auf die Ausführung, auch die Pausenzeiten nicht zu sehr verpennt und einfach mal sich nur aufs Training konzentriert, dann kann man da immer noch was rausholen. Und genau so sollten Trainings in dieser Phase einer Diät laufen. Bei mir war es heute super erfolgreich. Für mich gibt es noch einen geilen Potato Mountain. Ich freue mich auf jeden Fall. Wenn dir der Content gefallen hat und du möchtest noch mehr Trainings hier aus dem Gold's Gym sehen, vielleicht noch ein paar Maschinen, die ich nochmal explizit vorstelle mit ihren Besonderheiten, dann schreib's doch in die Kommentare, das ist gar kein Problem. Ich bin als Head Coach bemüht, mich mit den Maschinen hier auseinanderzusetzen, sie dir näher zu bringen, sie euch näher zu bringen und natürlich auch wertvollen Content zu liefern, denn die Maschinen gibt's ja nicht nur hier, gibt's immer mal wieder und ich denke, so kann jeder was daraus ziehen. Also schreib's gerne in die Kommentare, wenn du mehr davon haben willst. Vergiss nicht, ein Abo auf dem Kanal zu lassen, wenn du diesen Content unterstützen willst und wenn du unterstützen willst, dass ich mehr oder generell weiterhin viel Output bringe, dann tu das. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Iron Mike Bodybuilding. Pow, zacka!